Man kann da nicht mal reinschauen, Leon. Ja, wir brauchen eine andere Mülltonne. 1 Euro, 1 Euro, eine schöne Zeitschrift, 1 Euro. Was soll ich denn sagen, Mann? Gefähr, lass mich mal versuchen. Das ist mir unangenehm. Ich muss jetzt gucken, wie ich an Essen rankomme. Moin, Männers. Moin. Wisst ihr, wo man noch was Warmes zum Essen bekommt? Ja, wenn ich Stress mache, kann ich auch woanders schlafen. Oh, soll ich abbrechen oder nicht? Weil ich hatte so eine Kopfschmerzen einfach. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin wieder Leon Moshe am Start. Diesmal wieder mit Apo RED. Wir haben uns heute was Krasses überlegt. Ihr wisst ja, was wir in den letzten Tagen alles durchgezogen haben. Wir haben uns überall eingesperrt. Wo zum Beispiel? In Ikea, McDonalds und was auch immer. Wo. Das war mega krass. Und wir hatten, auch wenn wir uns eingesperrt haben, ne, hatten wir trotzdem eine warme Heizung drin. Ne? Auf jeden Fall. Und uns ging es trotzdem gut. Ne? Natürlich ist dann die Alarmanlage angegangen etc. Aber uns ging es trotzdem gut für den Moment. Und heute haben wir uns mal was richtig Krasses überlegt. Heute haben wir uns einfach mal überlegt, wie ist das, wenn man 24 Stunden obdachlos auf der Straße ist? Einfach obdachlos auf der Straße. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal gekleidet. Mal etwas heruntergekommen. Das heißt auch nicht schlimm oder so. Ne? Klamotten machen jetzt nicht einen zum besseren Menschen. Scheißegal. Freunde, deswegen zieht euch das Video bis zum Ende rein. Auf Reds Kanal seht ihr die Sicht von Red, weil er hat auch ein Video gedreht. Ganz oben aus der Sicht von Apo Red, obdachlos. Ne? Und auf meinem Kanal seht ihr halt, wie gesagt, das Video aus meiner Sicht. Wir haben ein Handy. Damit können wir einen Anruf betätigen. Aber nur ein Notfallanruf. Das heißt, wir dürfen nicht damit auf Instagram, Snapchat oder YouTube oder so. Also genau, wir können damit nicht jetzt spielen, rumchillen oder so. Echt nur für den schlimmsten Notfall. Wir haben nach 15 Uhr, vor 16 Uhr. Genau, es ist jetzt nach 15 Uhr, das heißt bis morgen 15 Uhr. Wir werden auf der Straße schlafen, wir versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich habe jetzt schon mega Hunger. Und wir trennen uns gleich, weil wie gesagt, es werden zwei verschiedene Videos. Wir haben keinen Cent, wir haben nichts. Nicht mal einen Cent haben wir, also... Full broke. Ja genau, was macht man jetzt in so einer Situation? Man hat kein Geld? Was macht man jetzt? Man hat Hunger und man hat kein Geld. Versucht man sich irgendwie Geld zu organisieren? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir dokumentieren sowieso das Ganze und gucken wir mal die ersten Schritte. Ich habe mega Durst, ne? Ja, ohne Witz, Essen ist ohne okay. Witz, ich habe Hunger, ne? Das wollte ich gerade auch sagen. Aber Durst ist, ich habe noch mehr Durst als Hunger. Ich hab Todesdurst, Mann, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wir müssten anfangen, den ersten Euro schnorren. Entweder schnorren wir jetzt Geld. Soll ich da vorne noch Geld fahren? Guck mal, das ist alles eine Menschenmasse. Ich habe eine bessere Idee. Lass Pfandflaschen sammeln. Dann lass Pfandflaschen suchen, komm. Das ist mir scheißegal, wir brauchen das Ding. Das ist mir scheißegal, Digga. Ich hab den Müll an, ne? Was? Habt ihr was zu trinken? Habt ihr was? Echt nicht? Auch Leitungswasser. Danke trotzdem, Mann. Krass, nenn ich mal Leitungswasser. Man kann da gar nicht reinschauen. Die haben das abgesichert. Man kann da nicht mal reinschauen, Leon. Ja, wir brauchen eine andere Mülltonne. Ich sag einfach so, wie es ist. Ich schäme mich heftig dafür, in die Mülltonne zu greifen. Und wie die Leute mich angucken. Es ist ungewohnt, aber muss draus scheißen. Das muss man echt lernen. Das ist das. Man darf nicht eitel sein. Das ist ganz wichtig. Man muss es abstellen. Wir laufen hier schon seit einer guten, über eine Stunde rum, ne? Ja. Wir werden einfach nicht erkannt, ne? Das ist ja das Ding, man. Leute, das ist wie eine Tarnung. Normalerweise, wenn wir durch Hamburg laufen, Katastrophe. Keiner spricht uns an. Guck mal, was Klamotten ausmacht. Ja, ich glaube, das ist so, die Leute wollen uns einfach übersehen. Das ist auch mal ganz, ganz lustig, auch ganz angenehm. Ja. Wir brauchen diese Ruhe. Ey, ich krieg langsam voll Durst, ey. Da bist du nicht der Einzige. Ich hab eine Idee. Lass uns doch das verkaufen. Lass uns versuchen, das für 1 Euro zu verkaufen. Du kannst es probieren, aber probier doch einfach. 1 Euro für die Zeitschrift, 1 Euro für die Zeitschrift. Vertrau mir, das wird nix. 1 Euro, eine schöne Zeitschrift, 1 Euro. Ich kann nicht, was soll ich denn sagen, Mann? Gefähr, lass mich mal das versuchen. Das ist mir unangenehm. 1 Euro für die Zeitschrift, 1 Euro. Vielleicht noch 1 Euro übrig. 50 Cent für eine Zeitschrift vielleicht. 1 Euro für die Bild am Dienstag, 1 Euro für die Bild am Dienstag. 1 Euro für die Bild am Dienstag. Not macht erfinderisch. Genau jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich hab die erste Pfandflasche. Ich hab die erste Pfandflasche. Hey Leon, mit einer Pfandflasche kommen wir nicht weit. Hey. Komm on. Kann man mal so einen Bonbon probieren, wie der schmeckt hier? Ja, das. Ja? Das ist sehr nett. Ich nehme ein voll Farbe. Schmeckt echt gut, Mann. Das schmeckt echt gut. Das ist jetzt etwas unangenehm, aber... Das ist eine Flasche am Ende, dürfen wir die haben? Was?
die Flasche, wenn du die leer getrunken hast. Soll ich mir die haben? Das ist dein Ernst? Zusammengefangen? Ja. Ähnlich? Ja. Zu peinlich. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn man Durst hat, dann ist es ja noch egal. Okay. Ey, ich danke dir. Das ist nicht wenig Geld. Also Wasser kostet jetzt 29 Cent, ne? Ja. Echt? Ja. Ey, korrekt, Bruder. Du hast auf jeden Fall unseren Abend gerettet. Warum? Weil wir mega Durst haben. Die hat zwar ein bisschen gelacht und die dachten so, wie albern, ne? Aber die hat uns echt gerade gerettet. Ohne Witz. Leute, wir haben Wir haben zwei 25 Cent Flaschen. Ich hoffe, wir können uns damit was Geiles und trinken. Oh mein Gott, der hat uns gerade gerettet. Richtig eklig, ne? Das stinkt echt, ne? Das stinkt so fool, Leute. Und jetzt? Einer noch. Oh mein Gott, warte, ein noch. Wow. Wow. Das hat lange nicht mehr gemacht, ne? Ey, Brad, ja. Wir haben es geschafft, ey. Perfekt. Die kosten 19 Cent ohne Pfand. Super, eine nehmen wir sofort. Okay, 19 Cent ohne Pfand. Sie haben unser Leben gerettet. Dankeschön. Aber das ist stilles Wasser, ne? Passt. Ich freue mich einfach so heftig, dass wir endlich was zu trinken haben. Endlich. Sorry, Freunde, vielleicht bin ich ein bisschen demotiviert oder ich höre mich so ein bisschen so kein Bockmodus an. Aber das ist echt anstrengend irgendwie. Entschuldigung, haben Sie vielleicht eine Kaffeetaste? Zwei Stück? 20 Cent. 20 Cent, zwei Stück? Oder hast du noch 20 Cent? Ja, wir haben nur 6 Cent. Geht doch 6 Cent? Nur ein? Okay, danke schön. Danke. So, Freunde, jetzt haben wir einen Becher noch bekommen für 6 Cent. Das ist einfach so krass, Mann. Alle wollen Geld für alles. Bitte schön, komm. Oh mein Gott, wir haben einfach ein paar Stunden nichts getrunken. Wie ist das so, Leon? Erzähl mal. Boah. Das Gefühl ist echt gut, Mann. Trink mal, das ist so ein geiles Gefühl. Komm schon. Oh mein Gott. Das ist krass, nicht? So, man schmeckt das so raus, obwohl es Wasser ist. Man schätzt das gar nicht wert. Die meisten haben das und sie ignorieren das einfach so. Und haben dann so die übelsten Luxusprobleme, heulen rum wegen so irgendwelchen Kleinigkeiten. Leute, wenn man einen halben Tag nichts zu essen, nichts zu trinken habt, ne? Ihr schätzt sowas so wert, ne? Das stimmt. Das ist wirklich krass, ne? Jetzt werden wir uns trennen, wie abgesprochen, und werden das Ganze von unserer Perspektive filmen. Eigentlich sehr schade, ich bin gerne mit Leon. Wir schaffen einfach als Team alles. So, wir zwingen einfach jede Situation. Das wisst ihr selbst, brauchen wir nicht erwähnen. Wir gehen jetzt getrennte Wege, Leon. Ja, Bro, Digga. Komm her, Bro. Wir sehen uns in 3 Stunden wieder, Digga. So, Freunde, wir sind jetzt getrennte Wege gegangen. Ich muss auf eins ganz wichtig achten. Ich muss mit meinem Akku sehr sparsam sein, weil ich habe echt nicht viel Akku. Und ich muss jetzt gucken, wie ich an Essen rankomme. Man sieht oft zur Winterzeit Obdachlose mit Hunden. Und jetzt weiß man wieso, weil die Hunde wärmen einen auf und geben einem mega Aufmerksamkeit. Das ist schon echt interessant so. Das Leben auf der Straße. Man denkt echt viel nach. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, die Zeit vergeht nicht schnell. Guck mal, jeder hat seine Art, Geld zu machen. Ja, zum Beispiel so 2 Hundestatuen aus Sand. Ich muss echt überlegen, wie ich an Kohle rankomme. Ich habe jetzt schon Hunger. Ich hätte echt Bock auf sowas jetzt, ey. Boah, das sieht so lecker aus, ne? Mal schauen, wie viel das kostet. Boah, 4 Euro, ey, da. Oh mein Gott, das kann ich mir niemals leisten. Niemals. Freunde, das Ding ist, ich laufe schon über eine halbe Stunde planlos herum. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so einsam. Ich muss irgendjemanden kennenlernen. Ich glaube, ich werde einfach irgendjemanden ansprechen, der auch auf der Straße lebt. Ich bin heute einfach 24 Stunden obdachlos. Moin, Männers. Moin. Wisst ihr, wo man noch was Warmes zum Essen bekommt? Ja, hier nebenan. Nee, ich meine so, ohne Kohle. 20 Uhr gibt es wieder was zu essen. Wo? Bei Saturn. Mitternachtsbus. Bei Saturn? Ja. Mitternachts, kommt da dein Mitternachtsbus? Ja. Wollt ihr mir was zum Trinken geben? Ja. Aber da ist kein Alkohol drin, oder? Doch. Ah, ich trinke keinen Alkohol. Also, danke. Danke. Nein, hier. Was ist da drin? Da ist nichts drin. Nichts? Nur. Ach so. Okay, super. Weißt du Bescheid. Woher kommt ihr? Keine Besuch. Ah, ja. Ich bin Hamburger. Ah, Hamburger. Am Mann, halt Maul. Ja. Halt bin ich dran. Ich hab 2 Euro. Ja. Hast du 2 Euro? Ja. Ich hab keinen Cent. Pizza? Ja. Aber ist das Schwein? Nein. Ja. Ah, okay, Schwein esse ich nicht, aber danke schön. Danke, dass du mir was anbietest, Mann. Ist doch selbstverständlich. Weißt du, was? Ja, selbstverständlich ist was anderes. Ja, auch von uns kannst du. Schlafen kannst du gerne bei uns. Ey, super, Alter. Ich bin euch so dankbar, ne? Ich bin euch so dankbar, dass ich das darf. Ich stecke entweder meine Decke. Ja. Und drunter, dass es kalt wird. Oder du kriegst meine Isomatte. Geil. Wir sind zwar obdachlos, aber wir sind keine Charakterschweine. Weißt du? Ja. Wir helfen jeden. Ja, wenn wir nichts zu lachen haben,
können wir uns gleich erschießen. Es gibt genauso Deppen, Idioten hier auf der Straße. Weißt du, die rennen mit so einer Fresse rum. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Darf ich meinen Kopf abstützen? Was? Auf mich? Ja. Nee. Wieso? Ich bin nicht schwul. Das ist schon cool dazu gekommen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du obdachlos geworden bist? Ich war verheiratet, hab drei Kinder. Ja. Und die ist mit meinem besten Freund abgehauen. Die sind gern mit und ich bin hier. Und jetzt ganz gut. Du hast alles fallen gelassen, alles liegen lassen. Ja. Du hast alles aufgegeben. Ja. Wie lange warst du verheiratet? 7 Jahre. Nicht, dass es zu persönlich werde. Ach, das ist mir egal. Okay, und ihr habt 3 Kinder in 7 Jahren? Ich bin am Main gegangen, am Eisernen Steg, genau in Frankfurt am Main. Hab mein Handy geschnappt und hab den Main geschmissen. Und hab meinen Rucksack geschnappt und hab gesagt, leck mich alle am Arsch. Und hier hänge ich jetzt seit 15 Jahren. Du, ich kenne mich nicht aus. Wie macht man das mit dem Schlafsack jetzt? Ja. Ach so, einfach so. Okay. Nee, nimm du ruhig die Decke. Nein. Ich bin dick angezogen. Du brauchst es. Es ist drittes Schlafsack. Oh mein Gott! Ja, wenn ich Stress mache, kein Problem, ich kann auch woanders schlafen. Ich kann keinen Stress machen. Ich will doch nicht schlafen. Ich will schlafen. Versprechen ist Versprechen. Wir sind ehrliche Menschen. Vielen Dank. Wenn wir hier beschissen werden, dann gibt es richtig Stress. Ja. Danke, ich weiß das zu schätzen. Danke dir auch. Danke, Herr Gott. Ich weiß das zu schätzen. Panik. Aua. Ich leg mich jetzt hier hin. Da. Ja. Mach den Schlafsack zu, sonst frierst du. Komplett zu bis oben? Ja, es ist schon warm, oder? Hallo, halt jetzt mal die Fresse, mach mal einen Kopf weg. Du musst einfach mal reinknallen. Ja. Danke. Und dann kannst du was verändern. Ja. Und die Welt ist scheiße. Ich hätte nirgendwo anders einen Schlaf lassen können. Ja, alles gut. Danke, die Panik, Mann. Danke dir, ich bin. Ja, das ist mein Rucksack. Ja, dein Rucksack, genau, das benutze ich als Kopfkissen. Aber dann, wenn sie geht, nehmen wir wieder mit. Lassen hier. Okay, super. Echt korrekt, Mann, weil ich habe lange nicht mehr sowas Korrektes erlebt. Ja, ist doch normal, oder? Ja, manchmal nicht. Doch, für uns. So, Freunde, jetzt liege ich gerade im Schlafsack und es ist einfach mega interessant zu wissen, wie sich ein Obdachloser fühlt. Und ich muss sagen, Respekt an jeden Obdachlosen, weil das ist so hart, ey. Das passiert. Nein, das so ist nicht hart. Das ist hart. Wenn du die richtigen Leute kennst, einer passt auf den anderen auf. Du verstehst? Ja. Und genau so wie das. Ja. Das ist genau Spieldeckel. Geil. Ja. Hat eine Freundin von mir gemacht. Echt? Ich hab gegen keinen was. Solange mich in Ruhe lässt oder so, weißt du, wie du. Weißt du, ist doch korrekt. Weißt du, ich habe mir das Leben selber ausgesucht. Das ist das. Ich habe eine Unterkunft gehabt. Du hast keinen Bock mehr. Ja. Aber bereust du das? Nö. Ich habe eine gute Decke, Schlafsack, weißt du. Ich habe noch einen Schlafsack. Nur morgens ist es ein bisschen anstrengend. Wieso? Aufzustehen, weil es zu kalt ist. Echt? Ja. Oh Mann, ey. Bin ich mal gespannt, ey. Ich habe 31 Jahre hier in diesem Land gearbeitet. In Deutschland. Und jetzt werde ich in den Arsch getreten. Ich sitze mit dem Arsch in der Scheiße. Ich sitze auf der Straße. So werde ich behandelt. Ich versuche seit 1,5 Jahren irgendeine Unterkunft zu finden. Nichts. Ich habe Durchfall. Gleich musst du scheißen. Was machst du dann? Da sitze ich hier. Du hast keine Toilette. Du hast, kannst dir nicht mal die Finger aufwischen. Das sind menschliche Bedürfnisse. Zieh dir das mal ein. Ne? Ihr seid ja öfters auf dem Hauptbahnhof, ne? Wir sind immer hier. Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall euch ein schönes Geschenk zurückgeben. Doch, auf jeden Fall. 100%. Doch, weil ihr so korrekt seid. Ihr achtet auf viele Sachen, ne? So, Teamwork ist wichtig bei euch, ne? Ja. Auch wenn ihr nur zu zweit seid, ihr passt auf euch auf, ne? Ja. Krass. Auf jeden Fall. Freunde, es ist so krass. Ich wollte vorhin meine Schuhe ausziehen und dann hat Detlef einfach gesagt, nee, zieh die nicht aus. Meine Schuhe wurden schon viermal geklaut. Oh, ja, krass. Stimmt. Mhm. Man muss einfach mit Schuhe hier einschlafen. Ich bin mega gespannt, wie ich die Nacht überstehen werde, ey. Ach. Ich hab sowas echt nicht gemacht. Leicht.
Ja, für dich. Freunde, ich würde sagen, ich lege mich jetzt mal ein bisschen hin. Ich mache jetzt mal die Kamera aus. Vielleicht mache ich die in der Nacht nochmal an. Aber ich lege mich jetzt mal schlafen. Ist mal zu. Oh, ey, korrekt, Mann. Vielen, vielen Dank. Hast du Essen gebracht oder was? Ey, korrekt, Mann. Dann haben wir eine Veranstaltung gehabt und haben alle die Idee gehabt, das zu bringen. Echt? Ja. Voll sympathisch schon. Hau rein, Mann. Ja, Mann. Siehst du an. Hau rein, Digi. Bis dann, Mann. Boah, Freunde, richtig krass. Viele Leute sagen zu mir so, Leo, ma cher, warum drehst du Videos? Warum machst du das nicht hinter der Kamera, wenn du Obdachlosen hilfst? Natürlich, das mache ich auch, ne? Aber der Typ macht das einfach so. Er verteilt Essen, ohne dass jemand was davon erfährt. Also er macht das einfach für sich, kurz vor Null oder so, läuft er hier rum und verteilt einfach Essen. Respekt dafür. Schaut euch mal die Sandwiches an, die sehen so lecker aus, ne? Das ist so korrekt, der filmt das nicht mal nichts. Ich filme das, weil ich mir denke, okay, wir gucken Millionen von Leuten zu und vielleicht schneiden sich davon 5% eine Scheibe ab. Es ist nicht umsonst. Du machst das richtig, Mann. Steven, du machst das richtig. Ich habe hier geschlafen. Du kamst aber ganz normal und wolltest was Gutes, Mann. Wie ein Engel. Ist so, Mann. Steven ist für mich heute Abend der Held. Wow. Hammer. Mein Arm hast du gerettet. Jo, Freunde. Ich bin gerade wach geworden. Das Ding ist, ich kann einfach hier richtig schlecht schlafen. Wenn ich mal einschlafe, dann so richtig mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Vor allen Dingen ist es laut, die ganzen Autos fahren hier vorbei und die Menschen sind hier auch so, ha, lachen und schreien. Irgendwie willst du einschlafen, dann kannst du nicht einschlafen, dann schlägst du doch kurz ein und dann stehst du voll verkrampft auf. Hört ihr das? Die sind nur am Hupen. Die sind nur am Hupen. Bus fährt vorbei. Freunde, es ist jetzt 9.30 Uhr, wir müssen gleich aufstehen und ich habe echt das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe mitten in der Nacht noch überlegt, boah, soll ich abbrechen oder nicht, weil ich hatte so eine Kopfschmerzen einfach. Ich muss dann irgendwo mal Upright anrufen, aber gleich einfach gucken. Oh, danke schön. Oh, vielen Dank, danke schön. Ciao. Das Ding ist, Freunde, der Boden ist so richtig hart. Ich hab zwar eine kleine Matratze da unter. Seht ihr das? Das ist so dünn. So eine dünne Isomatte mitten auf dem Boden. Das ist hart. Das ist richtig hart. Das ist echt eine krasse Erfahrung. Muss ich mal sagen. Ich habe echt viel erlebt. Aber das ist echt eine krasse Erfahrung. Das ist echt was ganz anderes. Das, was ich hier so in den letzten Stunden erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Mein ganzes Leben. So, Freunde, ich bin jetzt ganz kurz weg von denen. Ich werde jetzt erstmal eine ganz normale Toilette irgendwo suchen. Vielleicht bei McDonald's. So, dass ich mein Gesicht reinigen kann und so. Ich muss mich ein bisschen sauber machen, ey. Ich fühle mich so richtig schmutzig, aber natürlich auch. So, ich fühle mich jetzt ein bisschen frischer. Jetzt gehe ich wieder zurück zu den Jungs. So, wer ist da, wenn ich wieder... Wir sind die letzten von 110. Was ist jetzt der Plan? Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Ein bisschen Geld verdienen. Okay. Ja, brauchen wir. Es ist alles scheiße. Es gibt Geld genug auf dieser Welt. Jeder Mensch muss aber auch einen Beitrag leisten. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich gehe jetzt wieder los. Hey, danke dir. Danke. Wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Bleib stark. Auf jeden Fall, Mann. Bleib stark. Danke, dass du mich echt so cool empfangen hast. So herzlich. Danke nochmal für den Schlafplatz. Jo. Hey, vielen Dank, ehrlich. So, Freunde, ich habe mich gerade jetzt von den Jungs verabschiedet. Es wird jetzt Zeit, dass ich mich mit Red treffe. Ich rufe ihn gleich mal an. Langsam kommen wir auf die 15, 16 Uhr zu. Yo, Red, was geht? Hast du die Nacht überstanden, Mann? Alter, ja, Mann. Bevor wir jetzt viel quatschen, lass uns vor Papiano jetzt treffen und dann checken wir alles ab, okay? So, Red kommt jetzt vor Piano. Ja, ich freue mich, ihn zu sehen, ey. Bis gleich, Freunde. Was geht, Bro? Mein Akku ist fast leer, Mann. Was geht? Ich bin tot, Freunde. Ich bin tot. Wie war's bei dir, Digga? Ja, war schon hart für mich, auf jeden Fall. War eine krasse Erfahrung. Egal, was man erlebt hat, ne? Das ist krass, was man hier abgezogen hat. Das ist echt krass. Wir jetzt 24 Stunden obdachlos. Wir haben es durchgezogen, Freunde. Macht das bitte nicht nach, weil wir sind
Profis. Wir wissen, was wir machen, deswegen macht das nicht nach. Es war echt anstrengend und es war uns echt eine Lehre. Und ich hoffe, es ist für alle jetzt so eine lehrreiche Aktion geworden, ja. Halt auch nicht Urteile direkt zu ziehen über Leute, die jetzt, ich sag mal, keine Obdach haben, weil das ist echt nicht einfach, Freunde. Ihr müsst das mal echt wertschätzen, weil die Leute kämpfen, die strugglen quasi für ihre Grundbedürfnisse, ne, für ein Dach über dem Kopf, für Essen und Trinken. Und das ist echt kein, das ist so ein ekliges Gefühl, Freunde. Dafür sollte man schon echt Respekt haben, ohne Witz. Auf jeden Fall, Mann. Freunde, ganz, ganz wichtig, wir haben das Video auch nicht einfach so gemacht. Wir haben das natürlich auch gemacht, dass ihr mal einen kleinen Eindruck habt, wie es ist, einfach obdachlos zu sein. Dass ihr mal die Leute auch respektiert, die auf der Straße leben, weil jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Man ist nicht nur einfach so obdachlos. Jeder von euch kann jetzt was Gutes tun. Macht ein Foto mit einem Obdachlosen, wie ihr dem entweder was zum Essen gebt. Klamotten gibt. Klamotten oder Geld. Macht ein Foto davon, schickt uns das auf Instagram oder verlinkt uns dabei. Wir werden das Bild nehmen, wir werden ein Bild posten, das Big Picture, obdachlos Big Picture. Uns würde es mega freuen, weil wir wissen, was wir durchgemacht haben für eine Nacht. Und die haben das vielleicht seit Monaten oder Jahren durchgemacht. Deswegen schickt uns das Bild auf Instagram. Wir werden das komplett posten als Ganzes. Viele kleine Bilder in einem großen Bild. Somit würdet ihr auch was Gutes tun. Deswegen, Freunde, uns würde es mega freuen, wenn ihr das tut. Und wenn ihr das tut, tut es vom Herzen und nicht einfach so. Ihr solltet euch nicht wegen Kleinigkeiten beschweren, ne? Weil vertraut mir mal, wenn euch das Wasser und wenn euch ein Bett weg ist, dann ist die ganze Lage auch anders. Schätzt das Leben, denkt über das Leben nach und mehr kann ich dazu nicht sagen, Freunde. Schaut auf jeden Fall oben für meine Sicht vorbei. Ganz, ganz wichtig. So, das war's mit dem Video und wir sehen uns die Tage, Freunde. Peace out. Peace out.